Diese invasive Art mit ihrer raschen Ausbreitung könnte schlimme Folgen für unser Ökosystem haben, laut Focus. Wie schauen denn die meisten Gärten denn aus? Ehrlich gesagt, da wundert es mich nicht, dass plötzlich eine invasive Art aus einem anderen Land zu uns kommt und hier für so viel Chaos und Trubel sorgt. Neuerdings liest man von einigen Medienblättern, wie zum Beispiel dem Focus, vom fleischfressenden Wurm, den Obama Nungara. Und nein, der hat wirklich nichts mit dem hier zu tun. Dieser Wurm kommt aus Südamerika, hat eine Länge von 5 bis 8 cm. Seine Farbe variiert von orangenfarben bis schwarz, oft auch auf dunkelbraun. Und seine Unterseite ist beigefarben. Der Kopf ist spitz zulaufend und sein Lebensraum ist am Land und tagsüber halt in feuchten Stellen. Durch die Globalisierung ist er jetzt auch nach Deutschland zu uns gekommen. Er ist schon seit 2020 in Frankreich bekannt, wo er sich auch sehr gut ausgebreitet hat, weil er bei uns hier in den Breitengraden so gut wie keine Fressfeinde hat. Dieser Kollege frisst Maden, Insekten, leider auch Regenwürmer. Und da können sich vielleicht einige freuen, die ein Schneckenproblem haben. Die frisst er nämlich auch. Nice. Kleiner Spaß am Rande, Schnecken übernehmen auch einen wichtigen Teil in unserem Ökosystem, sind auch mit damit beteiligt, wie auch die Regenwürmer, organisches Material zu versetzen und hier auch die Bodenqualität zu verbessern. Genau hier sieht der Focus zum Beispiel das Problem, dass dieser fleischfressende Wurm die jetzt schon bedrohte Artenvielfalt noch weiter dezimiert und hier für viele Probleme in einigen Gärten sorgt. Zumal jeder einzelne Wurm ein Hermaphrodit ist und die sich deshalb alleine fortpflanzen können. Diese invasive Art mit ihrer raschen Ausbreitung könnte schlimme Folgen für unser Ökosystem haben, laut Focus. Ich schau mal, welches Ökosystem die guten Damen und Herren denn meinen. Ach, das Ökosystem. Okay, so viel zu diesem Artikel, der mir jetzt kürzlich zugetragen worden ist. Schauen wir uns erstmal das Ganze aus permakultureller Sicht denn an. Warum kann sich dieser Wurm denn so rasant ausbreiten? Warum ist denn unsere Artenvielfalt denn so gering? Wie schauen denn die meisten Gärten denn aus? Alles ist schön aufgeräumt, der englische Rasen perfekt getrimmt, Steingärten, manche Gärtner nutzen sogar Chemie, um irgendwelche Plagegeister wieder loszuwerden. Liebsame Bäume werden einfach schamlos entfernt oder ziemlich stark verstümmelt. Und wenn wir uns mal die Lage in der Landwirtschaft anschauen, dann ist es da auch nicht besser. Ständiges und starkes Pflügen, was den Boden komplett zerstört, das Bodenleben auch vernichtet. Monokulturen und demzufolge auch der Einsatz von Chemie, um die Pflanze angeblich zu schützen. Und in unsere Wälder schaut es auch nicht viel besser aus. Ehrlich gesagt, da wundert es mich nicht, dass plötzlich eine invasive Art aus einem anderen Land zu uns kommt und hier für so viel Chaos und Trubel sorgt. Denn schließlich ist der Wurm jetzt nicht daran schuld oder auch der Klimawandel, wie behauptet wird. Letztlich handeln wir gegen die Natur und unsere Natur ist halt auch dementsprechend nicht daraus ausgelegt, mal so eine invasive Art irgendwie klarzukommen oder sich daran anzupassen. Interessant wäre es, wie der Obama Nungara ins Gewicht fallen würde, wenn wir ein intaktes Ökosystem hätten, fruchtbare und lebendige Böden, richtigen Wald auch haben und einfach hier in einem natürlichen Kreislauf wieder leben würden. Ja. Ich denke, dann wird die Natur alles von selbst regeln. Von daher werde ich natürlich weiterhin das machen, was ich immer schon mache, lebendige Böden aufbauen, Lebensräume für Insekten, Bienen, Vögel und andere Tiere schaffen, Bäume pflanzen und das solltest du auch machen. Also geh jetzt raus und mach mit, ob wir nicht doch diese Invasion des fleischfressenden Wurmes nicht aufhalten können.